Und willkommen zurück bei Sekret. Wir suchen quasi den Eingang zum Lavagebiet. Also ja, das sieht aus wie ein Lavagebiet, deswegen nenne ich das mal so. Obwohl es eigentlich offiziell der Grat der Hölle ist. Hier komme ich nicht dran vorbei, ich unfähige Stückchen Scheiße. Das ist etwas schade. Also so, mal gucken. Ich muss hier unten lang, da muss ich... Ne, gegen den Baum rennen. Und ich denke mal, ich habe den Eingang gefunden, genau. Hier ist der Eingang zu einem wunderschönen Gebiet, was eine wunderbare Flora und Fauna aufweist. Also es gibt hier tatsächlich Bäume. So viel kann man schon mal sagen, aber nicht wirklich schöne. So. Die sind alle hinüber. Flammenhaut, na wunderbar. Ich mach mal kurz einen Abspeicherer. Und dann werde ich mal gucken, was uns hier in diesem Gebiet erwartet. Auf jeden Fall nicht allzu schöne Sachen. So viel kann ich schon mal verraten. Uiuiuiui. Ein magischer Langbogen der Stürme, ein goldener Gegenstand. Also goldene Gegenstände sind hier super selten. Seraphim auf alle Magiesprüche. Aha, aha, aha. Naja, ganz nett, ganz nett. So, hier haben wir ein wunderbares Exemplar von einem Baum. Und dort haben wir auch schon einen Terrorsprinter. Die sind wirklich ziemlich schnell und sehen ziemlich komisch aus. Und geben auch komische Geräusche von sich. Und sterben zum Glück auch. Die Gegend hier ist wirklich sehr interessant gestaltet und ziemlich dämonenhaft, um das mal so auszudrücken. Ach komm, geh schon weg, du Typi. Ich hab gesagt, geh weg. Wir haben hier zum Beispiel irgendwelche blau leuchtenden Risse im Boden. Das ist schon sehr interessant. Und auch irgendwelche Pentagramme, Schädelstecken und so weiter und so fort. Also hier wurde echt so ein bisschen rumdesignt. Und eigentlich ist der Gesamteindruck ganz gut. Sieht zwar mancherorts aus wie eine Herbstlandschaft, vor allem wegen der Bäume, die halt so gelblich sind, ne? Hier. Aber ich glaube, das sind die nicht, weil die Jahreszeit eine andere ist. So, ja, wir sind hier auf dem Weg, aber ich weiß gar nicht. Achso, wir müssen ja dem Weg folgen, das ist schon mal eine vernünftige Idee. Und hier können wir natürlich auch wieder rechts, links irgendwo lang. Aber ich glaube, das hat an sich wenig Sinn. Geh doch mal weg. Na toll, der Zauber hatte auch keinen Sinn. Geht weg, habe ich gesagt. Aua. So. Wir folgen einfach mal dem Weg, weil der wird schon lang genug sein. Und vermutlich auch steinig und schwer. So habe ich den auch mal wieder gebracht. Aber manche überleben es immer. Das finde ich etwas schade. Vor allem meine Lebenspunkte finden das schade. So, hallo ihr Lieben. Einfach mal ein paar hinweggerafft und der Rest folgt jetzt auch gleich. Also ich sollte vielleicht das Zerteilen doch mal rausnehmen. Das ist jetzt nicht so toll. Wobei, das hier ist eigentlich noch gar nicht die ungastlichste Gegend. Um das mal hier kurz zu erwähnen, da gibt es noch eine wesentlich schlimmere Gegend, aber das kommt dann alles nachher. Man kann übrigens den Weg abkürzen, wenn man hier so ein bisschen links reingeht zum Beispiel, glaube ich, ist eine Abkürzung. Aber wir können ruhig den ganzen Weg lang gehen. Schon allein wegen der Erfahrungspunkte, die wir auch etwas nötig haben. Die singende Axt der Lieder haben wir nicht unbedingt nötig. So. Hier gibt es auch irgendwelche Löcher im Boden, die einfach mal sein müssen, vermutlich. Ach ja, hier gibt es hier einen ganz lustigen Bug. Also so, naja, ich weiß nicht, ob der lustig ist. Also, ich finde ihn recht erheiternd. Weil, wartet mal, wir bringen mal die alle um. Diese Terrorsprinter haben natürlich auch so eine Art Häuptling, also so ein quasi... Naja, ein Schamanen. Habe ich den am Leben gelassen oder ist er schon tot? Ja, diese Terrorsprinter Magier. Und wenn man da gerade eben ganz genau hingeguckt hat, hat man gesehen, dass der grau war. Also war vollkommen das falsche Level für diese Gegend oder für mich. Deswegen, naja, keine Ahnung. Ich schätze es mal als Bug ein, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht soll das auch so sein. So, wir retterieren hier weiter lustig durch die Kante. Also das wird jetzt die ganze Zeit lang so gehen. Wir haben hier noch natürlich Elite-Terror-Sprinter. Wie ist das Teil? Meine Güte. Hilfe. Und die sind wirklich nicht so langsam. Aber sterben zum Glück auch schnell. Schwacher Sog der Hölle brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir treffen zwar nochmal auf Untote, so viel kann ich spoilern, aber die werden einfach so sterben, glaube ich. Die sind nicht wieder andauernd aufgestanden und sowas. Machen die nicht. Nö.
Machen die überhaupt nicht. So, noch mehr Terrorsprinter. Und noch mehr Terrorsprinter. Und noch mehr Terrorsprinter. Attacke, genau. Das mache ich eigentlich die ganze Zeit und lasse hier einen Pfad der Verwüstung hinter mir. Ich meine, hier gehen die Gegner eigentlich besser als die im Triadenwald zum Beispiel. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich speichere lieber mal ab, aber ja, das Spiel hat doch so seine Eigenheiten. Hat einfach mal das Bild nicht nachgescrollt. Das ist auch sehr witzig. Also wir erleben hier Sachen, das glaubt man manchmal gar nicht. Bist du der Letzte hier? So, geh weg. Zerlumpte Schuhe, bla 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 bla. Wir haben hier natürlich auch irgendwelche tiefen Abgründe und wir haben natürlich auch irgendwelche Leute, die an Bäume gefehlt sind. Das sieht sehr schön aus. Aber der hat vermutlich seinen Grund, da am Baum rumzuhängen, deswegen störe ich ihn mal nicht. Ja, der Grat der Hölle ist ja... Kann man nehmen, muss man aber nicht. Ich finde es echt erstaunlich, dass sie hier irgendwelche Bäume entwickelt haben. Vor normalem Schaden bin ich nicht gefeit. Aua, aua, aua. Geht weg. Geht alle beide weg. So, das war jetzt ein, ich sag mal, aktiver Schamane. Der zaubert halt auch rum. So, der ist nicht mehr so aktiv. Ja, hier liegen natürlich auch diverse Leichen rum. Das muss ja auch sein. Ich meine, grüne Skelette muss man sich auch mal antun. Das ist schon sehr interessant. Oh, der verspaltet sich natürlich wieder. Meine Güte. So, hat sich das mit dir. Zack, du bist weg. Ich kann hier mal kurz einen Blick auf die Karte riskieren. Und man sieht schon, der Weg ist etwas gewunden. Und hier ist erst die Mitte. Wir müssen noch mehr hier durchgehen. Das dauert noch eine ganze, ganze Weile. Also ich würde mal sagen, man hat hier schon ein bisschen das Spiel gestreckt. Aber naja, was soll's. Man kann sich ja hier beschäftigen mit diversen Gegnern. Geht doch mal weg, alle. Ist übrigens eine tolle Strategie, so ein, ich sag mal, langsamen Schusszauber zu machen und dann von den Gegnern in Richtung des Zaubers wegzurennen, sodass sie da immer genau hier drin hängen bleiben. Kriegt man zwar nicht immer so hin, aber ist gut möglich. So. Ja, man könnte jetzt auch zum Beispiel hier, aber hier oder hier. Noch mehr Terrorsprinter, wunderbar. Genau die habe ich mir gewünscht. Alle weg, wunderbar. Ja, also... Es gibt ja also einen Ort, auf dem wir gerade zusteuern. Das ist eigentlich nicht viel, das ist eigentlich nur Schallers Turm. Und das da oben ist ein Fetzer. Ah ja, wir kennen diesen Typen von Gegner schon aus anderen, ich sag mal, Begegnungen. Zum Beispiel war halt der Endboss von dem Triadenwald, also der halt diese Glyphe hatte, war so ein Gegner. Also halt so große Typen hier mit dicken, fetten Klauen und Haufen Stacheln, wie man sich halt so einen Dämon ungefähr vorstellt. Ja, und den werden wir noch echt oft begegnen. Was ich hier gerade mal gucken kann, eigentlich so, bevor ich mich da mit dem Typen anlege, ich kann ja mal kurz hier einen Blick auf die Statistik werfen. Und ach, siehe an, wir haben doch bisher tatsächlich am meisten so einen Piraten umgebracht. Und gleich danach kommen diese komischen Insekten. Ah ja. Ich schätze mal, die Fetzer werden sich auch noch irgendwann dazugesellen zu der Liste am häufigsten umgebrachter Gegner. Da habe ich keinen Zweifel dran. Wie viel Schaden hat er mir gemacht? Bist du das wahnsinnig? War ja viel zu leicht. Also manchmal sind die doch etwas aufgedreht, die lieben Gegnerchen. Und übertreiben ein bisschen mit ihrer Schadensumme. Das muss ja manchmal nicht sein. So. Der ist weg. So, du bist auch hinüber. Ja, das ist ein großer Fetzer. Ich meine, die Erklärung spart sich eigentlich. Und den Name, den hätte man auch sein lassen können. Aber, naja. Wenn sie es nochmal dazu schreiben, dann will ich das auch mal hier erwähnen.
Das ist halt ein großer Fetzer, ist halt so ein bisschen gepanzert und so weiter und so fort. Naja. Wie man sich das halt so vorstellt. So. Noch mehr Fetzer. Das ist eine ganz fetzige Gegend hier. Warte mal, das ist ein großer Fetzer, das ist ein großer Fetzer und das ist auch ein großer Fetzer. Naja. Gibt halt verschiedene große Fetzer. Mein Gott, Fetzer ist auch so ein Wort, dass man, wenn man es mehrmals ausspricht, sich irgendwann ziemlich dämlich anhört. Der ist hinüber. Genauso wie der hier. Schon wieder eine Rune. Meine Güte, die übertreiben sie auch manchmal. Und ich glaube, wir sind langsam am Ort angekommen. Nicht unbedingt am Ort des Geschehens, aber am Ort, den es überhaupt mal gibt. Denn keiner baut hier einfach so freiwillig Zäune in die Gegend. Ob die Dorfleute einen wie mich überhaupt vernünftig entlohnen können? Na, wir werden das sehen. So. Behalte ich den mal. Na gut, den kann ich auch behalten. Das kann er gerne haben. Dieses heiße Amulett, der was auch immer. Ich schnappe mir mal hier so ein paar Heiltränke, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Hab schon wieder eine Rune zusammen, aber naja. Ich muss ja nicht übertreiben. Hat er irgendeinen Magierstab für uns? Wir rennen schon seit Jahren mit dem gleichen Magierstab umher. Das ist jetzt nicht so günstig. Aber ansonsten kann ich hier weiter nichts Sinnvolles erkennen. Deswegen lasse ich das mal bleiben. Und guck mal weiter mich hier um. So. Hier sind noch ein paar Fetzer. Ich gehe mal absichtlich hier drüben lang. Denn hier haben wir einen Stufenaufstieg und Shaddars Turm. So. Geh du mal weg. Hey, das geht nicht. So. Geht einfach mal alle weg. Ja, ich weiß es ja. So. Also wir haben hier Shaddars Turm, den kann ich mal kurz zeigen. Und natürlich auch das Fegefeuer aufsammeln. Obwohl die ganze Gegend hier schon genug nach Fegefeuer aussieht. Und auch mal den Stufenaufstieg auswerten. Wir haben so viel zu tun hier, das ist unglaublich. Naja, Heilung der Lebensenergie ist echt langsam. Obwohl, jetzt geht's. Aber da dauert halt auch so seine Weise. Na gut, ich leg mal eins drauf. Einfach nur so, weil es kann. Dann, Magiekunde, Meditation, Wassermagie und natürlich auf Konstitution. Wir können uns den Turm mal so ein bisschen betrachten. Der sieht sehr schön designt aus. So, halt. Nein. Aua, lass doch das bleiben mal. Toll, ist der Doppeldecker sich auch noch. So, ich gehe mal kurz hier runter und dann haben wir nämlich schon eine, naja, etwas bekannte Gestalt. Wir haben hier nämlich Shaddar den Hellen. Und hier ist ein Flammenwächter. Und hier ist unsere Truhe. So, da kann ich mal kurz den Bogen hier reinpacken. Ich habe hier so viel Stuff drin, das ist unglaublich. Gut, dann würde ich mal sagen, werden wir... Ich guck mal kurz, was war denn hier hinten eigentlich? Noch ein paar Fetzer, okay, okay. Ich glaube, eins, zwei Nebenmissionen gab es hier auch noch. Ja, hier, ha, okay, okay. Also eins, zwei Nebenmissionen gab es ja auch noch. Die könnten wir dann eigentlich gleich in der nächsten Folge erledigen. Aber das dann, wie gesagt, auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal tschüss.